Der Wok ist ein ganz besonderes Kochgerät und auch bei uns immer beliebter. Wir wollten mal genau wissen, was den Wok so einzigartig macht, wie er hergestellt wird und natürlich, wie man am besten damit kocht. Er ist groß, rund und die Asiaten lieben ihn. Aus deren Küche ist er einfach nicht wegzudenken. Er steht für frische, gesunde und schnelle Kost. Die Rede ist von der asiatischen Pfanne, dem Wok. Die riesige Pfanne hat ihren Ursprung in China. Wir haben uns in Shanghai umgehört, um zu erfahren, ob der Wok wirklich die beliebteste Pfanne der Chinesen ist. Kocht ihr zu Hause auch mit einem Wok? Ja, Wok. Wisst ihr nicht, wovon ich rede? Nein, das kenne ich nicht. Keine Ahnung. Was soll das sein? Wieso kennt denn niemand in Shanghai den weltberühmten Wok? Gekocht wird doch damit. Wir fragen mal diese Köchin. Schließlich hat sie das Ding gut im Griff. Das nennt man bei uns Guo. Wok heißt das nur im Süden Chinas. Ja, da wo Kantonesisch gesprochen wird. Das haben die Europäer übernommen, weil es einfacher ist. Ah, deshalb wusste ja niemand, was wir mit Wok meinen. In der Nähe der Stadt Hefei ist eine der größten Wokfabriken Asiens. Hier stapeln sich Berge von den chinesischen Pfannen. Täglich werden mehr als 1000 Stück produziert. Viele dieser Woks stehen bei uns in Deutschland im Laden. Hier ist der Hochofen das Herzstück des Betriebes. Aber der muss regelmäßig gefüttert werden. Das Futter ist der Rohstoff, mit dem das Metall zusammen eingeschmolzen wird. Das genaue Verhältnis der Komponenten ist Betriebsgeheimnis. Yu Kun ist der Fabrikleiter und für alles verantwortlich. Er erklärt uns, woraus so ein Wok besteht. Das hier ist Eisenerz. Es ist der Hauptbestandteil des Woks. Und hier, das ist Gestein aus den Bergen in dieser Region. Es enthält wenig Schwefel. Das ist gut, denn je weniger Schwefel, desto härter wird ein Wok. Das hier ist Kalkstein. Der verbindet die beiden anderen, sodass Roheisen entstehen kann. Das alles zusammen kommt in den Schlund des Hochofens und wird darin bei 2000 Grad Celsius geschmolzen. An der Seite tritt die sogenannte Schlacke aus. Das ist der Anteil des Gesteins, der nicht metallisch ist. Könnt ihr das nicht noch gebrauchen? Nein, in der Wokherstellung ist die Schlacke unbrauchbar. Wir brauchen nur das reine Metall. Das Gute kommt auf der anderen Seite heraus. Nur das ist, was wir wollen. Das ist das reine Eisen. Man erkennt es an den brennenden Funken. Weil wir die Schlacke entfernen, ist es so pur, dass wir es gleich zum Wokherstellen weiterverarbeiten können. Ganz schön gefährlich, so ein Hochofen. Aber Yu Kun und seine Arbeiter sind Profis und wissen genau, wie man mit dem 2000 Grad heißen Eisen umgehen muss. Im Akkord wird hier das flüssige Metall abgefüllt und schnell zu den Gussformen für die Woks gebracht. Die Arbeiter bereiten die Gussformen von Hand vor. Dabei müssen sie sehr sorgfältig und präzise arbeiten. Diese Formen sind sehr wichtig, denn da wird das flüssige Metall hineingegossen. Sie müssen perfekt aufeinander passen und sie müssen glatt und sauber sein. Die Gussformen sind extrem hitzebeständig. Aus jeder Form entstehen einige hundert Woks. Die Langlebigkeit unserer Gussformen garantiert dieses Gemisch aus Asche der Reisschale und dem Schlamm aus dem Flussbett des Gelben Flusses. Vor ungefähr 2000 Jahren gab es noch keine Hochöfen oder Formen zum Gießen eines Woks. In der bevölkerungsreichsten Provinz Kanton im Süden Chinas musste man sich zum Kochen von Mais etwas einfallen lassen. Die runde Form passte schon damals am besten auf jede Feuerstelle. Traditionell hämmerten Schmiede also aus runden Metallplatten einen geschlossenen Trichter. So entstand die bekannte Wokform. Der Mais konnte damit optimal gekocht oder gebraten werden. In der Wokfabrik in Hefei wird heute nicht mehr geschmiedet, sondern schweißtreibend gegossen. Ist das Metall einmal flüssig, müssen es die Arbeiter schnell verarbeiten. Überschüssiges Material schöpfen sie ab. Der Wok hat bereits nach wenigen Sekunden eine stabile Form. Eins, zwei, anheben! Der neu entstandene Wok kann außerhalb der Gussform besser abkühlen und die Form wird durch die hohen Temperaturen nicht beschädigt.
Damit die Produktion nicht in Stocken kommt, wird die Form sofort für den nächsten Einsatz vorbereitet. So werden in der Fabrik nach und nach immer neue, verschieden große Woks gegossen. Aber reicht eine Größe nicht aus? Warum gibt es so viele unterschiedliche Formen? Um das zu klären, sind wir mit einem Wok-Experten verabredet. Yunnan Hu ist der Herr des Woks. Der 34-Jährige steht seit 20 Jahren hinter der großen Pfanne. Er weiß alles über sie, über ihre Form und ihren Verwendungszweck. Da er etwas flacher ist, wird dieser Wok überall sehr schnell heiß. Der hier wird langsamer heiß, da seine Form am Boden gewölbter ist. Das liegt daran, dass die Fläche, die auf dem Herd aufliegt, kleiner ist. Langsames Braten geht damit sehr gut. Und das ist mein Lieblingswok. Er ist aus Eisen und der Boden wird schnell heiß. Aber da er so tief ist, geht die Hitze nicht bis ganz oben. Er vereint praktisch alle Vorteile der beiden anderen. Wichtig für das Kochen mit dem Wok ist, dass alle Zutaten vorher bereitstehen. Mise en place nennt man das in der Kochsprache. Durch die enorme Hitzeentwicklung in der Pfanne gart alles sehr schnell und darum bleibt keine Zeit zum Nachschnibbeln. Neben den handgefertigten Luxus-Woks stellt die Fabrik von Yukun auch Billig-Woks für die Masse her. Die werden später auch nach Deutschland exportiert. Im Gegensatz zum teuren Wok pressen bei der preisgünstigeren Variante maschinell betriebene Hämmer die Woks in Form. Sie entstehen wie am Fließband. So spart die Fabrik Zeit und Kosten. Und der Henkel ist auch gleich mit dran. Der Rand muss vorsichtig abgenommen werden. Denn der ist genau wie die beschädigten Woks bares Geld wert. Wir verwerten die Bruchstücke wieder neu. Das Eisen ist rein und viel wert. Deshalb kommen sie wieder in den Hochofen zur Schmelze. Sobald die Woks erkaltet sind, kommen die großen Pfannen für den europäischen Markt in die Schleiferei. Hier werden sie poliert und in Form gebracht. Die Innenfläche bleibt aber als Halbkugel bestehen. Auf der ebenen Fläche außen hat der Wok guten Stand. Vor allem auf flachen Elektroherden, wie wir sie in Deutschland benutzen. In einen Wok dieser Größe passen gut 10 Kilogramm Hackfleisch. Diese Last müssen auch die Henkel tragen können. Bei guten Woks sind sie deshalb aus Metall. Um sie zu befestigen, bohren die Arbeiter Löcher in die Pfannenwand und verbinden Henkel und Wok mit Eisennieten. Yukun erklärt, warum das so wichtig ist. Alles muss absolut stabil sein. Das hat höchste Priorität. Man muss bedenken, dass so ein Wok ohne Inhalt viel wiegt. Und dieser hier 1,5 Kilogramm. Da muss alles fest und belastbar sein, vor allem wenn die Ware nach Europa geht. Tatsächlich ist der europäische Raum einer der größten Absatzmärkte. Denn Kochen mit dem Wok liegt voll im Trend. Egal welche, jede Wokform hat ihre Vorteile. Doch Yunnan Hu schwärmt besonders für seinen großen Wok. An dieser Form mag ich so gern, dass man alles darin machen kann. Suppen, anbraten oder frittieren. Das Beste am Wokkochen ist aber das Wokhai. Als Wokhai wird das spezielle Wok-Aroma bezeichnet. Der Wok muss mindestens eine Temperatur von 200 Grad Celsius haben. Mit einem deutschen Elektroherd ist das nicht zu schaffen. Die Zutaten werden in der großen Pfanne schnell gerührt. Das leichte Anbrennen ist gewollt. Nur so entfaltet sich das Aroma. Um den Dreh beim Wokhai herauszubekommen, muss man lange üben. Mir selbst sind früher schon so einige Gerichte total verbrannt. Man muss wirklich immer dabei bleiben. Deshalb ist die Vorbereitung so wichtig. Dafür geht das Kochen sehr schnell. Durch das schnelle und heiße Kochen bleiben in den frischen Zutaten auch die Vitamine erhalten. Gemüse bleibt besonders knackig. Deshalb ist die große Pfanne auch in Deutschland sehr beliebt. Spülen sollte man seinen Wok übrigens nicht. Nur mit einem trockenen Tuch oder Küchenpapier auswischen. Es heißt, ein Wok sieht nur einmal in seinem Leben Wasser und Spülmittel. Vor dem allerersten Benutzen, wenn er aus der Fabrik kommt. Danke für den Tipp.
Und was sagt der Wokkenner dazu? Schau mal, das machen die Deutschen mit eurem Wok. Echt? Das ist ja verrückt. Das habe ich noch nie gesehen. Sowas würde einem Chinesen nie einfallen.